In Syrien kamen die Kämpfer sogar in unser Haus. Komm her, du Hund, riefen sie zu meinem Vater. Und dann haben sie ihn erschossen. Mit 5 Kugeln. Jetzt werde ich richtig wütend, wenn ich spiele und jemand kommt und mich ärgert oder alles kaputt macht. Das fühlt sich so an, als würde mein Herz nach unten fallen. Mein Kopf wird heiß und meine Hände werden taub. Ich bin jetzt 6 Jahre alt. Ich hoffe, das hört irgendwann auf. Ich glaube, dass es ganz schwer wird, das aus ihm rauszubekommen. Wahrscheinlich nahezu unmöglich. Aber wenn einem jemand das Elternteil nimmt oder ich glaube, dass er insgesamt gar kein Vertrauen mehr fassen kann zu anderen Männern oder zu Menschen, weil er nie weiß, wann ihm wieder was genommen wird. Also ich wüsste nicht, wie damit umzugehen. Also ich wüsste auch nicht, wie man diesen Schmerz oder vielleicht ist es ja auch eine Art, was er von seinen Händen redet, auch eine Taubheit. Wie soll man denn überhaupt nach so einem Erlebnis irgendwie dann irgendwie wieder lachen können? Ich glaube nicht, dass es dass man darüber hinwegkommt. Und deswegen muss man dafür sorgen und dafür kämpfen, dass den Kindern sowas nicht widerfährt.